gucken wir ein andermal. Milchbaum. Was ist denn das? Ein riesiger... Dieser riesige Turm ist Milchbaum? Sein Land habe ich ja noch nie gesehen. Na? Hey, bald geht's los. Was geht los? Da fragst du noch? Guckst du keine Nachrichten? Der Protestmarsch gegen Viktor beginnt bald. Was? Eine Demonstration gegen den Direktor? Echt? Ja doch, sie versammeln sich auf dem Platz vor der Fabrik. Was sagst du? Sollen wir mal hingehen und uns das ansehen? Warum nicht? Eine Protestkundgebung bleibt selten friedlich. Stimmt, wir sollten uns das ansehen. So, erstmal Reisepunkt. Die Dächer McBaums, Himmel aus Metall, Mechanik und Baum sind kein McDuo für mich. McBaum ist aufregend, doch zu ruhelos für mich. Gibt es kein Land, das ich Heimat nennen kann? Doch, du kannst zu uns kommen. Flora in Nirswald. Viele Pflanzen in Nirswald geben Licht ab. Man nimmt an, dass mit bestimmten energetischen Bestandteilen der Erde dort zu tun hat. Einer Theorie zufolge ist es die gleiche Art Licht, die auch die Reisepunkte abgeben. Jedenfalls verleiht es den finsteren Urwald eine mystische Atmosphäre. Leuchtpflanzen. Leuchtende Pflanzen, was es nicht alles gibt. Naja. Josh, eben ist schon wieder ein Kollege aus den Latschen kippt. Kein Wunder, wir haben ja schon seit einer Woche kaum mehr geschlafen. Ich hätte mich besser doch unserem Chefingenieur anschließen sollen, aber mir fehlt einfach der Mut, mich mit Vektor anzulegen. Probleme hier, hm? Ich bin der Meinung, dass dass persönliche Anschauungen bei der Arbeit nichts zu suchen haben. Aber jetzt geht es nur darum, ob man für oder gegen Vektor ist, entweder schwarz oder weiß. Doch so einfach ist es sicher nicht. Ja, gut. Info Point Robo. Willkommen in McBaum. Derzeit ist es leider nicht möglich, das Unternehmen zu besichtigen. Im Namen aller Angestellten begrüßen wir Sie gerne ein anderes Mal. Da geht's dann zur Fabrik. Ich will erstmal gucken, was die Läden hier haben. Falls sie überhaupt was haben, aber ich glaube nicht, ne? Willkommen bei Tools R Us. Gegenstände sind unsere Spezialität. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas suchen. Ja. Lässt beim Essen ganzer Galaxien entstehen. Ja. Haben Sie noch einen Wunsch? Ich hab's mir überlegt. Cocktailtraube? Nochmal Gulden. Hey, du da, was willst du? Unbefugte haben hier keinen Zutritt. Na, ich bin ja schon weg. Hola, was für ein hübsches Gesicht. Hast du nicht Lust, im Theater aufzutreten? Was? Die Schauspielerei ist nichts für dich? Wie schade. Tja, Rhonda, nicht mit uns. Aha. Ach, da ist unser Freund vom Flinkengeschäft. Uiuiui, Moment mal. Seht ihr das unten in der Ecke, wie weit das runtergeht? Wo ist da die Waldfee? Aha, da können wir übernachten. Das wäre vielleicht schlecht an der Stelle. Willkommen im Tech-Hotel. Darf ich Ihnen für 20 Gulden ein Zimmer anbieten? Ja, ich möchte übernachten, danke. Yep. Sehr schön. Naja, Winterzeit wieder. So, mein Freund.
möchte erstmal Bericht erstatten. Hefebrötchen. So. Haben wir Aufträge. Flachknochen können wir erfüllen. Pfeilmöhren können wir erfüllen. Silbererz können wir erfüllen. Holz und Universalfische haben wir auch. Vielleicht kriegen wir von dem ein bisschen Stahlerz. So, Uhu-Federn, da haben wir auch genug von. Roséwurz, Milch, gegrilltes Fleisch müssen wir noch besorgen. Kingo-Würm und fruchtiges Weihwasser. Ja, davon gehen wir gleich wieder ein paar zurück. Münchenthausen. Hm. Haben wir noch Talente? Ach, der ehrgeizige Angler. Sören, Quastenfluss, der nehmen wir mit. So. Gegenstände. Da haben wir tatsächlich ein paar neue Sachen dabei. Elegantes Tuch. Da brauchen wir noch zwei, drei Stück, ne? Tweetstoff, Reizwolle. Grobes Leder, blaues Leder, schwarzes Leder. Stahlerz! So. Dreimal Golderz brauchen wir auch noch für eine Quest. Wenn wir eh schon dabei sind. Gebogene Knochen machen wir auch zweimal, dreimal. Das war's. Mata Grunjaso. Und tschüss. Richtig, wir können nämlich jetzt zum Angler gehen und, was ist denn da los? Hm? Ja, merkwürdig, ich habe es doch repariert. Störung, Störung, bitte umgehend Batterie wechseln. Psch, die kleine Bastlerin, ne? Hm. Okay. Gehen wir dahin, wo das Sternchen steht. Dem würden ein paar neue Klamotten gut tun. So. Haben wir hier noch was, bevor wir da hochgehen? Tatsache. Nee, nee. Der Normzustand wäre 12 Posikal richtig, die müssen wir zeigen, aber 13 Posikal. Was auch immer das ist. So. Wer lässt denn hier überall seinen Käse liegen? Ach ja, und im Gnuffi-Wald müssen wir auch nochmal vorbeigucken mit den Kieselsteinen, ne? Mal gucken, ob ich das alles hinkriege. Guten Tag. Dieser Lift verbindet Sie, diese mit den oberen Etagen. Lieb. Wohin darf ich Sie bringen? Zur Ebene 1, bitte. Okay. Liegt einer total erschlagen. Hier gibt's was zu schnabulieren. Hat der vielleicht McFlakes? Eieiei. Nur Junkfood. Wobei, einen Burger könnte ich jetzt auch essen. Ja, ein Burger wär's jetzt. Ah. Jetzt sieht's grad. Au. Wenn's einem so plötzlich in den Nerv reinzieht. Ach, das sind Gefühle.
Ist das eine Wohnung? Sieht mir aus wie eine Koje hier. Sieht ja furchtbar aus. Darf es nirgendwo feucht werden, sonst rostet dir alles unterm Arsch weg. So, da hinten waren wir jetzt auch. Haben wir hier Waffen? Naja, muss jetzt nicht sein. Waffen haben wir eigentlich genug. Moment, kriegen wir doch Material? So, ein Rächer. Gut, die Stiefel werden jetzt da teilweise... Au! Au! Oh, das zieht mir neben ins Ohr rein. Ja, die Stiefel werden teilweise nicht schlecht. Da werden wir hier mal ein paar kaufen. Was haben wir hier? Anti-Schlummer-Talisman, Wind-Resistance. Ja. Das ist eigentlich nichts von dem, was ich haben will. Auf die zweite Ebene, bitte. Was ist mit dem los hier? Tür verschlossen, Ursache unbekannt, verbleibende Akkulaufzeit 3 Stunden. Wow. Schicker Garten. Moment. Ach, bei mir spielen so ein bisschen die Nerven verrückt, habe ich das Gefühl. Wie ist es noch weit? Ich krieg langsam Blasen an den Füßen. Ja, jetzt beruhig dich mal hier. Eine Rolle elegantes Tuch. Schade. Man hätte ja die Alpha-Wand so ziehen können, dass man wenigstens aufs Geländer hätte springen können. So, just for fun. Blauer Pfeffer. Mehr Käse. Ich produziere den ganzen Tag nichts als Käse. Okay, jetzt wird's spannend, Leute. Ja. Die wird uns begleiten, wetten wir? Die mit den rosa Haaren. Ich weiß nicht, wo. Ich glaube, die war auf der. Genau, Susi. Die war, glaube ich, auf der Verpackung drauf. Susi, es ist Zeit. Ich weiß, wir müssen uns bei allen, die gekommen sind, bedanken. Hm? Nee. Wer seid ihr? Ihr seid keine Angestellten hier, sonst würde ich euch kennen. Hier beginnt gleich eine Demonstration. Verschwinde lieber, für Außenstehende kann es gefährlich werden. Ah, no. Wir sind hier, um den Direktor eures Landes zu treffen. Was hat der ganze Aufstand hier denn zu bedeuten? Ihr wollt Vector treffen? Hättet ihr euch wirklich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Susi Blackburn, Chefingenieurin von MacBaum. Ich habe zu dieser Demonstration aufgerufen. So können wir uns Gehör verschaffen. Was ich damit sagen will, na, nicht einmal ich, eine Angestellte dieses Unternehmens, habe Zugang zu Vector und kann mit ihm sprechen. Sonna. Aber seit wir mit der Entwicklung der Abrakalyse-Reaktors begonnen haben, hat sich Vector sehr verändert. Für die Fertigstellung des Reaktors riskiert er sogar das Leben seiner Mitarbeiter. Und die 20 Menschen, um die 20 Menschen mussten schon ins Krankenhaus angeliefert werden, weil sie vor Erschöpfung zusammenbrachen. Wie kann der Anführer eines Landes so grausam sein? Susi, die Victory kehrt zurück. Yes. Es ist soweit.
これは。なんだ。飛行船のようですね。趣味悪い。いや、bescheidener Geschmack。Meine Rede schon. よし、みんなも準備 OK だ。OK、alle bereit。ありがとう、パッド。Danke, Patrick。ムサカ、今日こそはみんなの声を聞いてもらうよ。Victor, heute wirst du uns nicht einfach ignorieren können。プレジデントムサカは、魔導融合炉開発のため、この国の人間たちに過酷な長時間労働を強いている。Victor zwingt das Land zu unerträglich langen Arbeitszeiten, um den Apokalypse-Reaktor zu vollenden. Wir sind keine Sklaven! Genau. Wir fördern den Direktor auf, die Arbeitsbedingungen umgehend zu verbessern. Wir haben diese Unmenschlichkeit satt. Die Arbeiten am Reaktor müssen sofort aufhören. Sofort. Wie lästig. Dämonenhauch. あ、あIch frag mich, ob es rein zufällig ist, dass dieser Vektor eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Vektor hat aus Dich einfach unverbesserlich. Ihr solltet doch wissen, wer sich mit mir anlegt, dem geht es schlecht. Endlich bekommen wir dich zu Gesicht, Vektor. Charia.君には失望したよ。我が社の重責を担っている君がデモ隊を指揮しているとはね。Susi, du enttäuschst mich. Ich kann nicht glauben, dass ausgerechnet du das Unternehmen verrätst. Noch dazu als Kopf dieser Aufmüpfigen. なぜなの、ムサカ。一緒にこの会社を大きくしようって頑張ってきたじゃない。Warum tust du das, Victor? Was ist aus unserem Traum geworden, dieses Unternehmen gemeinsam aufzubauen?Haben wir nicht gemeinsam alles dafür geopfert? Wollten wir nicht alles geben, um etwas Großes zu erschaffen? Aber genau das tue ich doch. Ich erschaffe etwas Großes. Wenn der Reaktor erstmal fertig ist, wird das die Welt verändern. So stara boku ga...この世界を支配するんだ。Und dann werde ich diese Welt beherrschen. そのためなら、一緒に頑張ってきた仲間はどうなってもいいの？ Ist dir denn egal, was aus deinen Freunden wird, die dich unterstützt haben? 昔のあなたは誰よりも思いやりのあるリーダーだった。Du warst mal jemand, dem nichts mehr am Herzen lag als das Wohlergehen der anderen. それが今は仲間を顧みることもなく、目的のためなら手段を選ばない。Doch nun scheinst du dich um niemanden mehr zu... Was? Doch nun scherst du dich um niemanden mehr und verfolgst erbarmungslos deine Ziele. Wann ist das aus dir geworden? Pff, diese rückständige Einstellung ist mir unverständlich.
Ja. Soro shiage no jikan da na. Halt, ist das soweit? Hat der die Stimme von Sephiroth? Hm. Fällt mir gerade auf. Ich glaube, der hat die Synchro von Sephiroth gekriegt. Hier gibt's kein großes Vorgeplänkel. Jetzt legen wir uns gleich mit dem Wächter an, oder wie? Noch ein Wächterband. Fuck it. War das gerade Hamna? Verdammt, wir sind wieder zu spät. Susi, wir müssen weg von hier. Ja, uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Was hast du vor, Kolos? Wer sich mir widersetzt, wird bestraft. Ich glaube, der wird gleich aus den Wolken geholt. Seinen eigenen Wächter. Chiri ni nare! Oh, wir müssen nicht mit ihm kämpfen. Koloss ist verschwunden. Hm. Ich hätte nie gedacht, dass ich Mechbaums Wächter mal mit eigenen Augen sehen würde. Nee. Übrigens, wer seid ihr eigentlich, wenn ich fragen darf? Ihr habt gesagt, dass ihr hier seid, um mit Vector zu sprechen. Hm. Ich bin Evan. Ich bin König von Minneapolis, einem Land in den Sonnenlanden. Wir sind nach Mechbaum gekommen, um mit diesem Land ein Bündnis einzugehen, aber deshalb müssen wir mit Vector sprechen. Ah. Ach, seid bloß, ihr seid aus dem neuen Land, das mit Goldorado und Quastenfluss ein Bündnis eingegangen ist. Hm. Und jetzt seid ihr hier, um uns dasselbe anzubieten. Aber wie ihr euch vorhin selbst überzeugen konntet, ist dafür jetzt nicht die richtige Zeit. Hier herrscht das absolute Chaos. Stimmt, es ist nicht gerade die feine Art, einen Wächter gegen die Bevölkerung aufzuhetzen. Wie gesagt, früher war Vector ganz anders. Er, Susi und ich haben Mechbaum gemeinsam aufgebaut. Wir verstehen ihn mehr als jeder andere. Doch seit wir mit der Erforschung des Reaktors begonnen haben, hat er sich total verändert. Nee. Niemand anders als Hamna ist verantwortlich für Vectors Veränderung. Hamna? Ein Mann, der sich hinter einer Maske verbirgt und die Wächterbänder der Länder stiehlt. Als er vorhin auftauchte, hat er Vectors Band an sich gerissen. Er besitzt die Macht, die Dunkelheit in den Herzen mit dem Dämonenhauch zu verstärken. Vermutlich hat er das auch mit Vector gemacht. Hä? Warte mal kurz. Wenn das wahr ist, müssen wir Vector umgehend helfen. Wir werden euch dabei unterstützen. Wir bringen Vector wieder zu Verstand. Es scheint, dass Vector für lange Zeit dem Dämonenhauch ausgesetzt war. Wir konnten Ihre Majestät die Königin, nachdem sie dem Dämonenhauch ausgesetzt war, nur retten, weil sie sehr große magische Kräfte besitzt und wir schnell handelten. Aber was machen wir in einem Fall wie diesem? Susi, du sagtest, dass Vector sich stets um seine Freunde kümmerte.
können wir nicht irgendwas tun, damit er sich an früher erinnert? An damals, als ihr alle dieses Land gemeinsam aufgebaut habt? Ho. Verstehe. Wenn wir ihn dazu bringen, sich an die guten Zeiten zu erinnern, könnte er als Reaktion vielleicht wieder zur Vernunft kommen. So, ne? Eine Erinnerung an früher. Da kommt mir nur eines in den Sinn. Vor 10 Jahren, hier in diesem Versteck, nahm alles seinen Anfang. Hier gründeten wir MacBaum. Und hier war unser erstes Büro. Da hinten ist das Arbeitszimmer, das wir damals benutzten. Es sieht noch immer so aus wie früher. Wir haben dort an allem Möglichen getüftelt. Hm. Mit etwas Glück finden wir da etwas, was uns hilft, oder? Yes. Darf ich mir das Arbeitszimmer einmal ansehen? Gerne, für dir keinen Zwang an. Ich mag Susi. Neue Kommentare. Aha, Koloss war hier. Ich wollte vorhin dem Demonstrationszug zusehen. Doch dann ist plötzlich Koloss aufgetaucht. Ich wusste ja, dass er groß ist, aber gleich so groß? Hoffentlich wurde niemand zertrampelt. Ist gerade alles nochmal gut gegangen, ja. Ah, da ist noch was zum Einsammeln. Bleigrauer Zwirn.